Hallo Leute, Servus, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind ja noch unterwegs mit unserem Wohnmobil und wir haben so ziemlich hitzige Diskussion gehabt zwecks Spritverbrauch. Spritverbrauch in Wohnmobilen, das ist also so eine Sache, die man sehr weit auslegen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Video darüber. Und um euch zu zeigen, wie ich damit umgehe und wie mein Spritverbrauch ist. Kaum jemand wird mir glauben, aber ich fahre den Karthago mit 4,5 Tonne Gesamtgewicht mit 9 bis 9,5 Liter. Und wie ich das mache, das zeige ich euch, weil ich denke oder bin der Meinung, dass man dabei sehr viel Geld sparen kann. Wenn man überlegt, dass man jährlich Kilometerleistung an so einem Fahrzeug von 10.000 Kilometer macht und mit 11, 12 Liter auskommt, das sind mindestens 2 Liter mehr. Das heißt, pro 100 Kilometer spart man 2 Liter circa mal 10.000 Kilometer. Das sind 200 Liter Sprit im Jahr, die man spart. Nur dadurch, dass man bestimmte Sachen beachtet. Und 200 Liter bei den heutigen Preisen, ihr wisst ja, der Sprit wird nicht billiger, sondern immer teurer. 200 Liter macht ja gleich 300 Euro heutzutage, ne? Also das ist ja nicht so aus dem Acht zu lassen. Und wie ich das mache, das wollte ich euch jetzt mal mehr oder weniger erklären. Warum sollt ihr ja auch nicht davon profitieren? Heutzutage, selbst die großen Firmen, die LKWs produzieren, sparen wie jetzt zum Beispiel Gewicht. Umso mehr Gewicht vom Fahrzeug selber man einsparen kann, das ist in unseren Fahrzeugen auch sehr wichtig. Und umso leichter das Fahrzeug ist, umso weniger verbraucht er. Und mit Gewicht sparen meine ich jetzt was man alles mitnimmt und ob man das unbedingt braucht. Es sind sehr viele Sachen in so einem Fahrzeug, die man einfach drin hat, die man kaum nutzt. Punkt 2, Geschwindigkeit. Ich fahre mit dem Fahrzeug auf die Autobahn 100, nicht mehr. Und ich komme auch überall an und bin der Meinung, dass wenn wir mit solchen Fahrzeugen unterwegs sind, dann fahren wir in Urlaub. Also ich fahre kein Rennen, ich fahre kein anderes Geschwindigkeit als 100 mit dem Tempomat auf die Autobahn, schön immer gleichmäßig halten. So. Punkt 1 und Punkt 2, wenn man die Geschwindigkeit nur um 10 km/h verringert, dann die Spritersparnis ist enorm, muss man sagen. Also ich bin mit dem Fahrzeug zum Testzwecken auch 110 gefahren und da war ich gleich mit dem bei 11 Liter. Wenn ich 100 fahre, dann fahre ich locker mit 9,5 Liter, ohne irgendwelche Probleme. Und deswegen probiert mal das, fahrt mal einfach nur etwas langsamer. In den Fahrzeugen kann man als aktuelle Spritverbrauch gucken oder durchschnittlicher Spritverbrauch gucken und wird ihr sehen, wenn ihr euch daran hält, dann spart ihr auf jeden Fall einiges am Sprit. Dann Leerlauf fahren. Wie ich schon erwähnt habe, große LKW-Firmen haben das schon heute in den Automatikgetrieben eingebaut, dass ab bestimmter Geschwindigkeit, wenn das Fahrzeug rollen kann, dann schaltet sich der Gang aus und das Fahrzeug rollt im Leerlauf. Leute, das sind 40 Tonnen Fahrzeuge und die verwenden diese Technik. Warum sollen wir das in unsere Fahrzeuge auch nicht verwenden? Und zwar, ich möchte euch noch demonstrieren, wie das bei mir funktioniert, wie ich das mache mit dem Leerlauf. Jetzt zum Beispiel vor uns der LKW und auf der linken Spur überholen mich viele Fahrzeuge. Und da ich die Geschwindigkeit von dem Fahrzeug vor mir anpasse, schalte ich einfach den Leerlauf ein und ich rolle bis zu dem vorfahrenden LKW. Und ohne Bremse fahre ich halt meine Geschwindigkeit weiter, überhole ich das Fahrzeug. Warum sollen wir das in unseren Fahrzeugen auch nicht nutzen?
ich möchte ja betonen, es geht ja nur dann darauf einzulegen, wenn man jetzt eine bestimmte Geschwindigkeit auf die Autobahn hat und geht zum Beispiel leicht bergab. Dann setzt man den Leerlauf rein und lässt man das Fahrzeug rollen, bis, sage ich mal, von 100, wenn man bei 100 Leerlauf reinschmeißt, lässt man den rollen. Manchmal, wenn es berg etwas steiler ist, dann beschleunigt er, geht ein bisschen, wird das Fahrzeug etwas schneller, dann legt man wieder einen Gang rein und dann mit dem Motor kann man es ja abbremsen. Was ist noch wichtig? Voraussichtliches Fahren. Also wir haben die Fahrzeuge hier, das sind keine PKWs, das sind kleine LKW, was wir hier fahren, das weißt ihr alle. Und wir sind meistens mit 3,5 Tonnen voll beladen, immer unterwegs, oder die schwerer haben, so wie wir, unsere ist jetzt 4,5 Tonnen Zulassung, wie ich schon erwähnt habe, haben wir nicht ganz so viel an Bord, aber trotzdem, wir haben das Gewicht mit und das Fahrzeug muss man beschleunigen, das Gewicht muss man mit beschleunigen, und wenn man das jetzt sanfter macht, nicht mit Vollgas immer und rechtzeitig Gänge wechseln, dann funktioniert das auch wunderbar. Also ich versuche das jetzt immer bis zu 2.500 Euro Umdrehungen beschleunige und dann wechsle ich Gang und so weiter. Was passiert, wenn man beschleunigt und richtig den Motor hochdreht? Ist ja klar, wenn der Motor auf hohe Umdrehungen läuft, dann kriegt er automatisch mehr Sprit, und wenn er automatisch mehr Sprit kriegt, ist der Verbrauch automatisch höher. Also man sollte ja daran achten, dass man so niedrig wie möglich die Umdrehungen hält. Und dann ist das auch Sprit sparsam fahren. Wenn man jetzt irgendwie sieht, ja, vorne Stau oder man muss abbremsen oder man muss irgendetwas machen, dann nehme ich natürlich, wenn das jetzt geht, wenn man bremsen muss, muss man bremsen. Aber wenn man nicht unbedingt bremsen muss, dann gehe ich einfach vom Gas runter und lasse ich das mit dem Motor abbremsen. Was passiert dann? Wenn man Fuß vom Gas nimmt, die elektronische Steuerung vom Motor schneidet die Zufuhr vom Sprit zum Motor. Und in dem Moment fährt das Fahrzeug ohne Sprit. Sobald ihr Fuß vom Gas nimmt, fährt das Auto ohne Sprit. Deswegen, wenn man jetzt irgendwie bremsen muss oder so, schön im Gang bleiben, Fuß vom Gas, aber ruhig mal sich Zeit lassen, dass es Fahrzeug abbremst dann von alleine. Dann abbremsen. Abbremsen ist ja auch sehr wichtig, wenn man das Fahrzeug immer beschleunigt und kurz vor der Ampel, zum Beispiel von der Ampel, fängt an stark zu bremsen. Das heißt, man hat die Masse von dem Fahrzeug beschleunigt, lange beschleunigt, hat man bestimmte Geschwindigkeit erreicht, und dann kann man die Geschwindigkeit gar nicht mehr ausfahren, weil als nächste 500 Meter muss ich wieder bremsen. Also wenn ich sehe, dass es vorne irgendwie wieder rotes Licht ist oder wieder irgendwelche Hindernis, dann versuche ich erst gar nicht mal so richtig stark zu beschleunigen, sondern beschleunigt so, dass man im Lauf, im Fluss bleibt im Verkehr, aber nicht, dass man dann jetzt irgendwie Rennen mit anderen fährt und dafür das ganze Gewicht vom Fahrzeug muss wieder abgebremst werden. Gleichmäßigkeit ist ja wichtig für das, dass wenn man jetzt zum Beispiel beim langen Fahrten eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, dann bleibt man gleich auf dem Gaspedal oder man schaltet ja Tempomat ein und dann hält das Fahrzeug immer die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, er verliert nicht mehr an Geschwindigkeit, er beschleunigt nicht dazu extra, er hält sich immer in der gleichen Geschwindigkeit. Das ist jetzt vom Vorteil, aus dem Grund, weil wenn ich jetzt vom Gas runtergehe, dann bremst sich das Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug abgebremst wird, das Gewicht von dem Fahrzeug, dann muss man das Fahrzeug wieder beschleunigen. Und um das Fahrzeug wieder zu beschleunigen auf die bestimmte Geschwindigkeit, ist der Spritverbrauch auch dann wieder erhöht. Nächster Punkt ist Wind. Ist ja klar, wenn es windet, dann windet es. Das kann man nichts dagegen machen. Wenn man fahren will, muss man fahren. Also da haben wir nicht viel Einfluss darauf. Was ich aber oft versuche zu machen, manchmal klappt es, manchmal nicht,
sich ein großes Fahrzeug zu suchen, LKW oder gut, LKW vielleicht nicht, weil die sind zu langsam, aber Reisebusse fahren auch in der Geschwindigkeit von ca. 100 km/h. Und dann versuche ich mir immer, mich immer, wenn Wind von vorne ist, dann versuche ich mal irgendwie hinter so einem großen Fahrzeug zu fahren, sprich Reisebus, und natürlich mit entsprechendem Abstand. Und das wird dir ja nicht glauben, was das ausmacht. Das ist unglaublich, was so Fahrt hinter einem Bus am Spritersparnis bringt. So, der nächste Punkt ist Reifendruck. Luftdruck in den Reifen, das ist so Sache. Normal in solche Fahrzeuge haben wir ca. 4-4,5 Bar, je nach Fahrzeug und so. Ich persönlich gebe etwas mehr rein, weil wenn der Reifen etwas härter ist, dann ist der Rollwiderstand kleiner. Aus dem Grund ist es auch mal für das Fahrzeugersparnis. Ich prüfe Reifendruck einmal im Jahr und das würde ich euch auch empfehlen. Und zur Vorbereitung zum TÜV mache ich das immer rundum Check. Und dabei sind die Reifen auch ein Punkt, den ich dann auch mache. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten jetzt, zum Beispiel wie das Fahrzeug zu Hause am Strom anschließen, dass die Batterien vollgeladen sind. Dann hat man von der Lichtmaschine, hat der Motor nicht so großen Widerstand. Das ist dann auch etwas Spritersparnis. Klimaanlage zum Beispiel. Man fährt oft abends oder nachts oder Herbst, Winter. Wir fahren ja auch im Winter, im Frühjahr. Das sind so Zeiten, wo man die Klimaanlage nicht unbedingt braucht. Also ich möchte ja jetzt nicht sagen, ihr sollt ja die Klimaanlage nicht nutzen, aus dem Grund, dass man Sprit spart. Dafür ist es da, dass man nutzt. Aber man kann sie auch abschalten, wenn man sie nicht braucht. Wir haben hier Klimaanlage aus. Draußen, Außentemperaturanzeige zeigt ja 9 Grad. Aus dem Grund habe ich keine Feuchtigkeit im Fahrzeug, ich brauche auch keine Klimaanlage einschalten. Ich nutze die Klima auch wirklich nur dann, wenn ich sie brauche. Nicht nur um zu kühlen, aber auch um den Raum zu trocknen. Also die Klimaanlage hat so Eigenschaften, dass die saugt die feuchte Luft raus und lässt ja trockene rein. Also wenn die Scheiben zum Beispiel anlaufen oder wenn es viele Sachen sind zum Trocknen im Fahrzeug oder so, dann schalte ich während der Fahrt die Klimaanlage an und das funktioniert dann wunderbar. Ja Leute, und es gibt auch noch andere Möglichkeit zum Sparen, und zwar tanken. Spritpreise sind heutzutage so hoch, wenn man das jetzt hochrechnen würde auf die gefahrenen Kilometer, auf das verbrauchte Sprit, was man braucht, der Ersparnis wäre wirklich groß. Ganz einfache Rechnung, wie ich das schon vorher vorgerechnet habe. Wenn ihr ca. 10.000 Kilometer im Jahr fährt und die 10.000 Kilometer, das sind ungefähr 900 oder sagen wir mal 1.000 Liter Sprit rund, und 1.000 Liter Sprit mal 5 Cent, das sind im Jahr 50 Euro Ersparnis. Alleine nur deswegen, dass ihr guckt, wo Sprit etwas billiger ist oder etwas teurer ist. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber sehr oft sehe, dass Leute tanken auf den Tankstellen auf die Autobahn. Jeder, der irgendwo wegfährt, der weiß ganz genau, wo er hinfährt. Der weiß, welche Weg der fährt. Also man ist ja meistens darauf vorbereitet und man weiß ja, was man in Urlaub macht und wie viele Kilometer man fährt und alles. Das ist so einfach zum Planen. Und es gibt auch natürlich viele Apps, die man ganz einfach bedienen kann, und die sagen Ihnen vom Umkreis, vom bestimmten Umkreis, den man eingestellt hat, wo Sprit am günstigsten ist, und dann die 2-3 Kilometer in eine Ortschaft reinfahren und da Sprit tanken um 20 Cent pro Liter billiger als auf die Autobahn. Wir sind alle irgendwie empört, dass der Sprit immer teurer wird, aber niemand macht sich da Gedanken, um irgendwie etwas zu machen und um das Fahrzeug
zu tanken, wenn es günstiger ist, oder mal Sprit sparen beim Fahren. Ja, das war's soweit jetzt vom Sprit sparen. Ja, war es vielleicht ein bisschen öde, weil man nur das Gespräch gehabt hat. Und die Reichweite momentan mit diesem Sprit habe ich knappe 600 Kilometer. Und mit vollem Tank bin ich schon knappe 400 Kilometer gefahren. Da seht ihr ja, dass es der Tank reicht für rund 1000 Kilometer. So, jetzt sieht man ja vor dem Tunnel, stockt ein bisschen der Verkehr, dann bremse ich nicht. Ich nehme einfach den Gang raus, lasse ich den rollen und somit passe ich die Geschwindigkeit dem voranfahrenden Fahrzeug an. Und wenn ich die habe, gebe ich den Gang wieder rein und fahre ich weiter. Ohne Bremsen, ohne irgendwelche Hektik oder dichte Auffahren. Und kurz nach dem Tunnel geht es bergab. Von mir, wie man sieht, staut sich nichts. Und um die Geschwindigkeit, das Gewicht des Fahrzeugs zu nutzen, mache ich wieder Leerlauf. Und so rollt das Fahrzeug jetzt den Berg ab hier, das sind circa 700-800 Meter, und ich verliere kaum an Geschwindigkeit. Das ist jetzt das Wichtige dabei, ne? Dass ich praktisch die Energie, die in dem Fahrzeug steckt, nehme ich mit, ohne irgendwie Sprit zu verbrauchen. In der Zeit natürlich läuft der Motor und verbraucht laut der Anzeige 2 Liter, aber dann nicht pro 100 Kilometer, sondern pro Stunde. Die Anzeige zeigt zwar pro Kilometer, aber das ist nicht richtig. Ja, und jetzt, nachdem wir wieder Geschwindigkeit fängt an zu fallen, wieder Gang rein, 100 km/h, Tempomat an und einfach nur laufen lassen. Gleichmäßigkeit ist ja sehr, sehr wichtig. Und wenn man gleichmäßig fährt und immer die Geschwindigkeit ausrollt, macht das einiges am Ersparnis. Der eine oder andere würde sagen, dass ja, aber das kostet Zeit und so viel Zeit habe ich nicht. Leute, ich habe das schon getestet in alle möglichen Varianten und man gewinnt mit diesen Fahrzeugen sowieso nur so wenig Zeit, dass es total uninteressant ist, mal schnell zu fahren und irgendwie schnell beschleunigen, arg abbremsen. Das sind nur Kosten, die auf euch kommen, weil mit ungleichmäßigem Fahren verbraucht ihr mehr Sprit, verbraucht ihr mehr Verschleißteile am Fahrzeug, sprich Bremsscheibe, Bremsbeläge, Reifen. Das ist alles, was man mehr verbraucht, und natürlich Umwelt zuliebe, wenn man wenig verbraucht hat, ist ja die Natur dann auch mehr geschont. So, hier habe ich noch ein Beispiel für euch. Jetzt würden wir von der Autobahn runterfahren. Dann, bevor denn die Ausfahrt kommt, mache ich jetzt schon Leerlauf und lasse ich das Fahrzeug einfach ausrollen. Bis zu dem Ausfahrt ist er noch ein Stückchen. Gut, ich werde jetzt wahrscheinlich noch etwas abbremsen müssen, wenn die PKWs die vorne ranfahren. Nein, das wird mir erreichen. Und jetzt, das ist jetzt unsere Ausfahrt hier rechts. Fahre ich einfach raus und lasse ich den Wagen noch rollen. Ich habe immer noch meine 100 km/h. Und da ich weiß, dass ich jetzt demnächst abbiegen muss, lasse ich rollen und die Geschwindigkeit fällt langsam von alleine. Gut, jetzt im Moment sind wir nicht ganz so schwer. Ich muss da noch Gang einlegen. Aber jetzt beschleunige ich das Fahrzeug nicht bis 100, sondern lasse ich mit dem 80 einfach nur weiter rollen. Und jetzt demnächst fahre ich raus, mache wieder den Leergang raus und lasse ich die Geschwindigkeit vom 80 runterfallen und dann gemütlich abbiegen, ohne Bremsen, ohne irgendwelche Tätigkeiten mit dem Fahrzeug. Jetzt mache ich den Gang rein, bremse ich mit dem Motor einfach ein bisschen ab und noch einen Gang tiefer, nehme ich die Kurve, die Geschwindigkeit mit, so weit wie es geht,
Und jetzt sind wir raus auf der Bundesstraße. Und jetzt gebe ich schon langsam Gas, beschleunige. Bis 2.500 Umdrehungen circa, nächster Gang. Nochmal das gleiche, bis 2.500 Umdrehungen, nächster Gang und so weiter, bis ich auf 100 km/h bin und dann wieder Tempomat und rollen lassen. Dann ist das eine gute Sache und dabei kann man meiner Meinung nach viel Geld sparen. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch und bis zum nächsten Film. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.